Hä? Kann es sein, dass hier gar nichts drin ist? Medikit, wow. Das ist ja jetzt ein Witz, oder? Hä? Super, wenigstens habe ich mein Medikit wieder gekriegt. Hä, aber jetzt mal im Ernst, soll das ein Witz sein? Hey! Das kann doch nicht angehen. Was ist das denn hier? Detonatormin, weg damit. Ist hier noch irgendwas Interessantes drin? Ein Haufen Medikits. Das ist doch ein Witz, da habe ich mir jetzt was Schöneres drunter vorgestellt. Nö, das ist ja doof. Ah, warte mal. Medikits. Ein Haufen Medikits, aber ich brauche keine Medikits mehr. Mein Inventar ist eh voll. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich bin enttäuscht, muss ich zugeben. Das, nö, das fand ich jetzt doof. Da habe ich mir jetzt mehr drunter vorgestellt. Na egal. Und das, genau aus diesem Grund mag ich eigentlich auch diese Sachen nicht, diese Räume, weil manchmal gibt es dann wieder Räume, da ist halt nur Scheiße drin und dafür habe ich jetzt zum Beispiel gerade ein Dings benutzt. Ausgegeben. Eintritt Schwerelosigkeit. Wo bin ich denn hier jetzt? Oh, muss ich jetzt fliegen? Ah, ich glaube, der Typ wird langsam psychisch etwas labiler. Ich habe keine Zeit zu gucken. Ich möchte gerade nicht gegen die kämpfen. Tut mir leid. Oh, ohne Witz, ich möchte von der Ishimura runter. Ich mag die Ishimura überhaupt nicht. Ich würde viel lieber wieder auf das Ball kämpfen. Ah. Ich glaube, ich habe das kleine Vieh gesehen. Oh. Leckt mich am Arsch. Ah. Nein. Da komm. Hier runter. Ich bin fast im Captain's Nest, da kann ich die Strahlen aktivieren. Von hier sieht's aus, als ob die Zentrifuge volle Kraft läuft. Gut, hoffen wir, dass es funktioniert. Es wird eine knappe Sache. Bereit? Bereit. Erwarte Signal. Ich muss hier lang. Ist hier irgendwas drin? Nein. Ist vielleicht hier an der Wand irgendwo ein Ding? Nein, hier ist auch kein Energieknoten. Hätte ja sein können. So. Achso. Halten. Ich habe einen Erfolg freigeschaltet. Oh mein Gott. Fange das Fragment mit der Ishimura ein. Die Schienen bewegen sich. Nein, gehen Sie ohne mich. Ich nehme eine der Rettungskapseln. Wir treffen uns drüben. Blag, Idiot! Die Gravitationsstrahlen werden den ganzen Mond auseinanderreißen. Blag! Zeit für den Abflug. Ach, der Mond wird auseinander... Wow! Hallo? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du bist. Oh Gott. Startsequenz initiiert. Thank you.
cool. Muss ich irgendwas steuern? Nein. Ich bin weg. Ellie, haben Sie es geschafft? Isaac, wir haben die Schienen überquert, aber wir sind viel zu schnell. Sie sehen, was ich sehe, Ellie. Ich verspreche, es wird nicht wehtun. Josh, legen Sie den Schraubenzieher weg. Schluss damit. Ey, ich sagte, er bringt sie um. Muss ich irgendwas machen? Er ist irgendwie schon cool drauf. Isaac, bist du da? Oh nö. Du hattest recht, Isaac. Die Ishimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, an Bord arbeiten zu dürfen. Deinetwegen bin ich dabei. Deinetwegen bin ich dabei. Deinetwegen bin ich dabei. Wow. Das war mies. Wegen dir bin ich tot. Bin ich von der Ishimura runter? Isaac! Alles wird gut. Das verspreche ich. Es wird kein bisschen weh. Blutpumpe über dein Gesicht. Schuss! Ins Auge dich die Nadel steckt. Schuss, verdammt nochmal! Au. Er hat sie umgebracht. Oh, sie hätte ihn erschießen sollen, den Deppen. Kapitel 11, wow. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde so gerne weiterspielen. Aber ich muss auch sagen, ich kann nicht mehr. Ich bin mittlerweile müde. Meine Augen tun weh. Ich würde so gerne weiterspielen, aber ich glaube, ich habe jetzt auch schon... Wartet mal, wie viel habe ich denn jetzt schon aufgenommen? Ungefähr 2 Stunden, sage ich mal. Vielleicht so an 1 Stunde 3 Viertel oder so. Ich würde sagen, ich höre jetzt auch auf. Ihr könnt dann über nachgrübeln. Ich glaube, er hat sie umgebracht. Man hat es, glaube ich, auch gesehen, wie er ihr die Nadel durchs Auge gestochen hat. Jetzt ergibt das sogar wieder einigermaßen Sinn. Weil, erinnert ihr euch noch, als er diese Halluzination hat, da wollte er sich ja selber auch, was heißt wollte, da hat er sich ja selber auch fast eine Nadel durchs Auge gestochen. Und hat er gedacht, dass seine Frau das gewesen wäre, oder seine Freundin. Also, die müssen mit denen irgendwas gemacht haben. Jedenfalls, speichere ich dann jetzt hier. Verabschiede mich erstmal. Oh, mein Rücken. Und sage dann damit Tschüss und auf Wiedersehen. Haut rein, Leute.